Da ist es wieder, das kleine grüne Heupferd. Wo ist das kleine grüne Heupferd? Fragt Luise stutzig und zieht den Kopf aus der Hecke wieder raus. Ja, hast du es denn nicht gesehen? Erkundigt sich Wilma. Zu deiner Information. Luise und Wilma sind bei Tante Monika auf dem Land zu Besuch und genießen ihre letzten Tage in den Sommerferien. Der Garten von Tante Monika ist riesig und mit vielen Bäumen und Hecken versehen und so wie es schon immer war, seitdem die Schwestern Luise und Wilma denken können, gibt es dort Gartenzwerge im Garten. Tante Monika behauptet immer felsenfest, die wären echt. Aber bisher hatte sie dafür noch keinen Beweis. Und deshalb kichern die Schwestern immer, wenn die Tante von der Geschichte mit den Zwergen anfängt. Heute aber suchen Wilma und Luise das kleine grüne Heupferd. Denn gestern Abend hat ihnen Tante Monika erzählt, dass sie im Garten zwischen den Himbeeren und der Hecke ein kleines grünes Heupferd gesehen hat. Unglaublich, nicht wahr? Dieses Mal haben die Schwestern nicht gelacht, als ihnen Tante Monika ihre Geschichte erzählte, denn dieses Mal hielt ihre Tante einen Beweis in ihren Händen. Es war eine Kutsche, wie sie im Märchen von Aschenputtel vorkommt. Und die kleine Kutsche, die gerade mal so groß war wie ein Trinkglas, hatte sie ganz vorsichtig in ein Gefäß mit Watte gegeben. Tja, und heute Vormittag bereits stecken Wilma und Luise mit dem Kopf in der Hecke und suchen nach dem kleinen grünen Heupferd namens Lucky. Was ihnen Tante Monika nicht verraten hatte, war, dass nur diejenigen, die auch ganz fest an das kleine grüne Heupferd namens Lucky glauben, es sehen werden. Wenn viele an das kleine grüne Heupferd glauben, dann lässt sich vielleicht Lucky schon bald erblicken. Willst du den Schwestern bei der Suche nach dem kleinen grünen Heupferd behilflich sein? Luise und Wilma sitzen drüben bei der Hecke neben den Himbeeren und warten da auf dich. Da sind sie, die Schwestern Wilma und Luise. Hallo, danke, dass du gekommen bist und uns bei der Suche hilfst. Denn diesmal müssen wir der Tante glauben. Denn wir haben diese kleine Kutsche mit unseren eigenen Augen gesehen. Tante Monika hat uns gesagt, wenn wir den Kopf durch die Hecke stecken und dabei fest dran glauben, dass es Lucky und seine Freunde dort wirklich gibt, dann werden wir ihn auch sehen können. Aber, entgegnete Luise ihrer Schwester, wir müssen alle gleichzeitig den Kopf durch die Hecke stecken und darauf hoffen, dass sich Lucky auch zeigen will. Dann haben wir eine echte Chance. Alle Kinder bereiten sich vor der Hecke auf das große Ereignis vor. Luise schlägt Purzelbäume, um ihre Nervosität loszuwerden. Und die anderen Kinder schütteln sich wie kleine Wirbelwinde. Kommst du auch mit? Noch einmal tief durchgeschnauft, bevor es losgeht. Wir machen es auf drei. Alle gemeinsam, okay? Sagt Luise und übernimmt das Kommando. Eins, zwei, na Moment, so geht das nicht, unterbricht Wilma den Countdown. Ich stecke doch nicht den Kopf wo rein, wo ich nicht mal weiß, was ich dann zu sehen bekomme. Beruhige dich wieder, Wilma. Es wird genauso sein, wie Tante Monika es uns erzählt hat. Und was war das nochmal? Also, sobald wir den Kopf durch die Hecke stecken, werden wir in der Ferne den Ort Kummerland sehen und wir werden sehen, wie große und kleine grüne Heupferde vor der Brücke ins Kummerland stehen und warten, bis der Gegenverkehr vorübergezogen ist. Und wenn wir dann selbst diese Brücke überquert haben, werden wir auf die übliche Körpergröße des Landes geschrumpft. So ist das da üblich, damit wir auch Platz in den Straßen haben. Dann werden wir ja zu Zwergen, unterbricht Wilma ihre Schwestern mit aufgerissenen Augen. Natürlich wachsen wir wieder auf unsere unbekannte Größe zurück, sobald wir über die Brücke zurückgegangen sind. Ja, und dann hat Tante Monika gesagt, sollen wir uns überraschen lassen, denn, so meint sie, werden wir vielleicht den Zwergen begegnen, von denen sie uns erzählt hat. Und außerdem hat sie uns gesagt, dass dort in Kummerland gerade ein großes Fest steigt, denn die Feen und Elfen sind von ihrer Sommersaison zurück
und haben Geschenke für jeden Einwohner und Besucher mitgebracht. Völlig ungeduldig und euphorisch brüstet sich Luise über den Ort Kummerland. Kann es jetzt losgehen? Okay, Luise, ich bin bereit. Sind alle anderen auch bereit? Also dann auf drei. 1, 2 und alle auf drei durchgehüpft. Tatsächlich. Große und kleine grüne Heupferde. Und da ist die Brücke. Kommt, gehen wir hin. Ich kann das nicht glauben. Und doch, ich muss das ja glauben. Wir sind tatsächlich hier. Grüß Gott, Herr Gernegroß. Wieder zurück aus den Vereinigten Statuen, spricht der große bärtige Wächter, der jedem Besucher ein Lächeln schenkt und Eintritt gewährt. Ja, danke der Nachfrage. Es war wie immer viel los in den Vereinigten Statuen. Schön, wieder zu Hause zu sein. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Der Nächste, bitte. Der Wächter richtet seine Hand zu Wilma, Luise und allen Kindern, die durch die Hecke geschlüpft sind. Aha, zum ersten Mal hier? Nein, ihr braucht keine Angst zu haben, das Schrumpfen geht ganz einfach. Etwas kitzeln wird es und dann habt ihr uneingeschränkten Zutritt ins Kummerland. Ach, Herr Wächter, spulte es aus Wilma heraus, warum heißt es denn Kummerland? Ja, weißt du, kleines Mädchen, noch vor 500 Jahren waren hier alle so traurig darüber, dass keiner zu ihnen auf Besuch kommen wollte. Ja, aber heute ist das ja alles ganz anders. Das Einzige, was davon geblieben ist, ist der Name. Also dann, wer von euch macht den Anfang? Krimschi, Kramschi, Mene, Mu, du bist nicht groß wie eine Kuh, bist so klein, damit du passt, hier unter diesem Mast. Und schon schrumpft Luise und wird so groß, dass sie auf der anderen Seite der Brücke gut hinpasst. Der Nächste, bitte. Na komm schon, du bist jetzt dran. Krimschi, Kramschi, Mene, Mu, du bist nicht groß wie eine Kuh, bist zu klein, damit du passt hier unter diesem Mast. Alle da? Erkundigt sich Luise. Na, dann lasst uns den Ort Kummerland erkunden. Jeder für sich oder zu zweit, zu dritt oder alleine. Wir treffen uns später am Fest der Elfen und Feen. Und sie macht sich auf den Weg ins Kummerland. Aus der Bahn! Das Fest! Komm schon! Du musst dich beeilen! Von hinten braust ein kleines grünes Heupferd an allen vorbei. Auf dem Nummernschild der Kutsche ist klar zu sehen, Lucky 1A. Schnurstracks laufen ihm alle nach, denn das ist der Lucky, von dem die Tante Monika erzählte. Und er reitet direkt zum Fest im Ort. Der Ort Kummerland ist prächtig geschmückt, mit Girlanden, Glitzer und Seifenblasen, sogar Würstchen zum Essen hängen aufgefädelt auf Schnüren von Baum zu Baum. Auf dem Fest wird viel gelacht, und jeder grüßt freundlich. Hier und da hört man jemanden eine Geschichte erzählen. Große und kleine grüne Heupferde haben sich hier versammelt. Die Stimmung ist wie jedes Jahr mega. Und immer ein kleines bisschen heiterer als im Jahr zuvor. Es ist soweit. Kannst du deinen Nachbarn neben dir zu seiner Frau sagen hören? In der Mitte des Hauptplatzes wird ein Feuerwerk entzündet und Millionen von Feen und Elfen steigen in den Himmel auf und erhellen das Fest mit ihrem Licht. Sie tanzen, lachen, singen und freuen sich, live mit dabei zu sein. Inzwischen ist ein wunderbarer Sonnenuntergang am Rande von Kummerland zu sehen. Die Glühwürmchen erleuchten mittlerweile das Fest und selbst die Sterne am Himmel glühen heute ganz besonders stark. Alle sind gut gelaunt und dankbar über die Freude, die ihnen Kummerland schenkt. Langsam, aber sicher wird jeder Besucher von den Eindrücken müde. Jede Menge Freude, Liebe, Licht hat sich jeder Besucher eingesteckt. Die Taschen sind übervoll. Vollgepackt geht's für die Kinder wieder zurück zur Brücke. Einer nach dem anderen kommt zurück zur Brücke, um gemeinsam durch die Hecke zu schlüpfen.
Die Rucksäcke und Taschen der Kinder sind voll von Ereignissen, das es kostenlos und unendlich gegeben hat. »Die Nächste, bitte«, erklingt die bekannte Stimme vom Wächter. Luise drängelt sich vor. »Hey, hinten anstellen«, meint Wilma zurecht. »Tut mir leid, aber ich bin schon so müde. Ich glaube, ich schlaf sonst im Stehen ein.« Und sie geht gähnend an der Schlange vorbei. »Kruzi, Muzi, Bing, 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 du bist so groß wie du als Kind.« Und schon sieht man nur mehr Luises Hintern durch die Hecke schlüpfen. »Du bist jetzt dran«, lacht der bärtige Wächter. »Kruzi, Muzi, Bing, 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 du bist so groß wie du als Kind.« Und mit einem Hops landet jeder sanft und sicher auf der anderen Seite der Hecke. Ob das wohl ein Traum gewesen ist?